Und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream Ranch Simulator. mit dem Mafiosi Olli Waterkant und den kleinen durchgeknallten da Tip-Top. Ne? Na moin. Ja. Wir haben uns entschlossen, noch einen Stream zu machen, da wir das eine oder andere noch ausprobieren würden gerne. Also Fakt ist eins, das ist ein braunes Huhn und nicht rot. Das ist meine rote Henne, Gertrude. Ja, und wir werden jetzt die Hühner tatsächlich alt werden lassen, beziehungsweise ganz, ganz viele Kucken kriegen lassen. Ja, die sind vor dir geflohen. Was denkst du denn? Das kann gar nicht sein. So, dann haben wir schon mal den ersten. Ach nee, da war nicht so viel Milch drin. Das war ein bisschen die Kuh ist abgehauen! Och, dieser Mann. Komm nach Hause, komm. Dieser Mann, ach Mann, das Schwein ist auch abgehauen. Wo? Ach da. Ja, der Mann ist wirklich unfassbar. Ich hab... Die Tür auf. Komm, wir gehen Gast. Ich will. Komm. Bitte lass komm, mich. Komm, Häuschen machen. Komm, wir lass gehen Häuschen mich. Machen. Lass so. Mich doch einfach. Lass mich einfach sterben. Leute, lass mich einfach. So. Die geht mit dem Schwein spazieren. Bitte, lass mich. So, bitte, lass mich ein Häuschen. Komm. So. Dieser Mann, was. Komm. Kuh, komm hier rein. So, es hat was gemacht. Bitte auflassen. Moment. Nein. Doch. So. Komm. Kuh, bleib hier. Nein, du bleibst hier. Japanebrot. Wie macht man denn die Leine wieder ab? Ach so. Haben wir die schon geholfen? Ja, das ist schon fertig. Doch, schrei mich nicht an. Ehemann, die Türen. Es ist wie bei uns hier zu Hause. Sie haben Klinken und können betätigt werden. Entschuldigung. So, ihr Lieben, ich habe gelesen, dass Kühe und Schweine nicht aus einem Trog fressen, angeblich. Mhm. Ja, aber jetzt das muss ich mal was gucken. Deckt sich ja nicht mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also diese Kuh ist satt gefressen und getrunken. Ja. Dieses Schwein ist satt gefressen und getrunken. Also, Fakt ist, sie tun es doch. Sie essen aus einem Trog und sie trinken aus einem Trog. Ja, das ist. Ja. Ja, ist doch gut. Ja, das ist doch wunderbar. Also, könnte ich jetzt sagen, dass es widerlegt, dass die Tiere quasi verhungern? Nee, die sind ja alle gut genährt. Hallo Jana. Hallo Jana. Und das sieht also man dieses ja Schwein ist hier, Schwein auch. Dieses Schwein ist aber nicht fett, aber das andere Schwein ist fett. Aber noch nicht ausreichend, ne? Ja, da geht doch noch was, oder? Geht das noch? Ich glaube, eine Stufe hat das auf jeden Fall noch, ist da noch offen. Ne? Hm. Tja. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, was machen wir denn jetzt noch? Also eigentlich wollte ich ja mal testen, wie das ist, ein Schwein zum Laden zu bringen. Dazu müsste ich allerdings wissen, ob dieses Schwein schon fett ist. Meiner Meinung nach nicht. Also ich glaube, das braucht noch einen Tag oder so. Ja, ein auf jeden Fall. Was haben wir denn an Geld? An Geld haben wir 876. Ja. Ja, dann ist natürlich ein bisschen dürftig. Das stimmt. Ich würde auf jeden Fall nochmal zu einer zweiten Milchkanne tendieren. Jetzt sieht man ja gar nicht mehr, wenn, wie viel da drin ist. Wieso das denn? Natürlich sieht man, was da. Also 5 Eimer passen rein. Vorher war der Deckel offen und man konnte da reingucken und sehen, wie viel Milch das ist. Sorry. Dudel. Jetzt ist es leider so, dass der Deckel nicht offen ist.
und wir nicht sehen können, wieso wie viel. Ist der Deckel jetzt? Ah, nicht jetzt ist er offen. Also man muss die Kanne noch mal hinstellen. Okay. Aber gut. Dann geht er wieder auf, oder was? Dann ist er wieder offen. Macht die Tür zu. Ja, doch. Also diese ist jetzt hier halb voll. 5 Liter gehen da rein, hat Andreas geschrieben unter dem Video. Ja, 5 Liter. Und einmal in 24 Stunden werden die Tröge aufgefüllt. Ah, okay. Das wusste ich auch nicht. Ah. Ich finde, die Sau ist fett, oder? Die Sau ist fett, die Sau ist fett. Das ist nicht nett, nein, das ist nicht nett. Ja, also, ja, weiß man nicht, ne? Ich. Was? Ich. Also, die Hühner haben auf jeden Fall noch genug Futter. Das sieht gut aus. Da habe ich auch gefüttert. Ich bin ja auch eine von den Guten. Ach so. Ah, ja. Natürlich. Ja, Futtersäcke haben wir ja auch. Ja, wollen wir jetzt noch eine Milchkanne und oder was besorgen? Wir können ja ein bisschen jagen, können wir ja noch, oder? In der Todeszone. In der wo? In der Todeszone. Wo ist das? Da, wo wir mal jagen gehen. Ja. Ach so. Könnten wir. Wie viel Muni haben wir denn überhaupt? Haben wir noch? Ach ja, wir haben noch jede Menge. Aber warte mal, stopp, anhalten. Den Benzinkanister laden wir nochmal aus, würde ich vorschlagen. Weil. Ich muss die Knarre wegschicken, ne? Wenn wir jetzt. Wenn wir jetzt jagen gehen wollen, sollten wir den Platz nicht damit verdienen. Stimmt. So, dann gucken wir doch mal, ob es hier noch Bärenfleisch zu organisieren gibt. Ich habe gehört, dass es jetzt weniger Bären geben soll. Ja? Okay. Ja, also dass das beabsichtigt war, dass es weniger Bären gibt. Ja, ja, aber es gab doch gar keine Update. Wie sollen denn da Nein, jetzt plötzlich wir haben uns doch letztes Mal, wir haben uns doch letztes Mal gewundert, dass so wenig Bären da sind. Und ich habe dann nach dem Stream mittlerweile erfahren, dass es beabsichtigt ist. Oh. Da vorne ist ein Bär. Na gut, es waren ja offen. Ach da. Ja. Wer ist jetzt ausgestiegen? Ich. Ja? Echt? Okay. Alter. Halt! Bleib hier! Hallo Mike, einen wunderschönen guten Abend. Wo will er denn hin? Meine Waffe ist leer. Na super, fängt ja schon gut an. Komm ins Auto, aufs Auto. Ihr seid zu dämlich zu jagen, ehrlich. Das ist also, doch echt Moment. Nicht wahr. So, jetzt. Wie lange braucht die denn, um die scheiß Dings zu jagen? Der will wieder nicht. Ein Schuss von mir und der fällt um. Wo ist euer Problem? Ja, wir schicken dich gleich vor. Wir laufen hinter dir her. Ich weiß gar nicht, wo euer Problem ist. Der wollte nicht. Der hat sich geziert. So, irgendwo war das, ja. Jetzt ist es weg. Wie weg und geh wie ganz weg. Schafft ihr das heute noch? Wieso sind das nur 3 Stücke? Weil eins auf dem Dach liegt. Ah. Ergibt Sinn. Ja, lauf! Ja, lauf! Ja, renn! Unglaublich! Die Zunge hängt raus. Du sollst schwitzen. Ehemann. Da ist ein Bär. Du läufst mir gleich mal in die Flinte, du. So ganz aus Versehen. Ach nee, wo? Falsche Richtung.
Ah! Hallo, lass das bitte. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Ich habe noch nicht nachgeladen. Der will doch nur spielen. Komm doch mal in meine Richtung. Weißt du, drei so eine kleinen Schüsschen. Ihr seid da echt, ihr seid die Bärenjäger schlechthin, ehrlich. Dreh dich mal um. Dein Freund kommt. Bin gerade eingestiegen. Na, hast aber Schwein gehabt. Was ist denn das? Irgendwie sind die heute... Ah ja. Sitzt du immer noch da drin? Wieder, wieder, wieder. Hallo, hallo, hallo! Bleib doch mal stehen! Ich muss doch hier gleich aufladen. Ups. Das war ein Ups. Hey, Mann. Darf ich heute Abend noch im Bett schlafen? Ja, aber ich lade von der Seite auf. Hallo, Heiko. Hallo, Heiko. Oh, Mann, ey. Ihr wisst, dass ihr auf die Radkästen auch was raus tun könnt, ne? Ey, Mann! Das passt nicht! Lässt du nicht mit auf? Achso, nö. Unglaublich, echt. So ein kleines Stück Fleisch, ey. Echt mal, anstatt die Klappe mal runter zu machen, weißt du? Kann nicht mal da einer... Oh mein Gott. Unfassbar. Ey, Mann, was wird das, eine Statue? Kann man auch vorne drauf, so als Kühlerfigur nehmen. Kannst du das, stell dich mal hin, ich probier's mal aus. Ja. Huch. So, wir haben jetzt drei, ne? Ja. Reichen Eins uns drei? Noch drauf. Ja, locker. Sicher? Leisure. Ja. Wo willst du hin? Zurück. Ach so. Da hinten ist die Ausbeute größer. Ja. Ja, merkst du, merkst du. Das ist voll irritierend, ein Auto ohne Motorgeräusch. Hört ihr das nicht? Nein. Mach doch mal das Radio. Ah, Radio. Wehe, wehe. Wenn ich auf das Ende sehe, aber hier ist nichts mehr, ne? Keine Bären mehr da. Also da an dem Zaun sind ja fast immer welche irgendwo, ne? Du meinst hier? Ja. Da drinnen sind auch keine mehr, ne? Nur mal so zur Information. Nee. Ja, was ist das für ein Grundstück? Ob das nochmal benutzt wird, irgendwie, ob dann da NPCs wohnen oder was? Das wäre ja eigentlich. Sowas wäre ja auch alle interessant. Bestimmt, das kommt bestimmt noch. Wenn ihr einen Bär seht. Tipp mir leicht auf die Schulter. Oh, gleich steht eh jemand hinter mir, weißt du so. Tipp. Aber drei Bären ist ja echt mager, ne? Wenn ich an die acht Bären denke, durch die ich durchgefahren bin, nachdem wir fünf erschossen haben. Naja. Was war das? Ups. Good sound. Habt ihr Probleme mit meinem Fahrstil? Nein, der ist, nein, das ist ganz, Ich mach mal die Tür auf, ne? So, hier, beste Ware, schau mal hier. Diese Tür! So, nur das oberste Regal. Kann man das nicht mal irgendwie, kann man die Tür nicht mal vergrößern? Da ist schon wieder eine Schaltplatte. Immer ist da eine Schaltplatte. Nimm die doch mal mit. Ja, die nehme ich immer mit. So.
Was macht die da? Oder reiß ich die Nägel? Oh. Du auch? Ich? Nein. Ich arbeite schwer. Da oben ist noch was auf dem Ding. Da. Wenn der Chef nicht alles selber tut, ne? So. Ist wieder hoch. So, was ist jetzt hier? Gibt's jetzt hier was zu trinken oder was? Bestimmt. 420 kriegen wir dazu. Ja. Stimmt, so geht's schneller. Einer müsste im Vorratraum und so, ne? So, ich kauf mal noch ein paar Säcke Weizen. Eine Milchkanne. 1, 2, 3. Und wollen wir noch ein Schwein oder nicht? Ja. Okay. In den Warenkorb bezahlen. Ganz wunderbar. So. Das Auto bewegt sich. Es gibt Schlimmeres im Leben. Wo fährst du denn damit hin? Was machst du da für Bewegungen? Das bewegt sich, ne? Geholt das Schwein! Bevor du dann noch irgendwelche anderen Bewegungen... Die Kerne kriege ich wieder nicht draufgestellt. Ja, die Säcke stelle ich auch noch nicht drauf, weil erst muss das Schwein drauf und dann können wir den Rest draufstellen. Stell mal das komm. Schwein da drauf. Komm, Bertha. Komm. Bertha. Komm. Komm. Oh. Ach, ja, Bertha, sieh zu hier. Wir haben Premium-Futter. Wir haben Premium-Futter. Bertha, was ist denn? Ja, das war ja wohl... Es hat einen Schock. Hallo. Hallo. Lass los. Das Schwein ist schon tot. Was soll ich hier machen? Es hat einen Schock. Was hast du ihm jetzt gesagt? Ich habe ihm gesagt, die Tante ist böse, du musst dir keine Sorgen machen, ich halte sie fern von dir. Die Tante ist ganz, ganz lieb. Der Ehemann kriegt auch nichts gebrezelt hier. Ich krieg hier nichts aufgeladen. Das ist doch unglaublich. Stell den Sack hin. Halt, der Sack. Och, jetzt hat der den Sack da runtergenommen. Das ist doch nicht wahr. Ich hab meinen Sack in der Hand. Talala. Ja, ist mir egal. Ich krieg den nirgendwo hingestellt. Doch hier. Ja, das ist so jetzt. Pass auf dein... Ciao! Unfassbar. Ich glaube, ich steig ein. In der Wildnis. Im Dunkeln. Ja, das ist das Problem. Wie, das Problem? Wow! Du meinst, du findest wieder nach Hause? Oder? Also, ich finde kein Nadelöhr. Ich möchte zu Fuß gehen. Mir ist schlecht. Oh mein Gott. Gertrud, hab dich nicht so. Ganz ruhig, Gertrud. Ganz ruhig. Gertrud, ich denke, die heißt Bertha. Ach ja. Ja. Da kommt schon mal durcheinander. Oh. Ups. Oh, ey, mit euch macht mal was mit, ehrlich. Wer euch zu Freund hat, ne? Oh. Das Häuschen umgenietet. Welches Häuschen? Welches Häuschen denn? Oh mein Gott. Auf in einen neuen Tag voller Chaos und Zerstörung. Weißt du denn, wo du hin willst? Ja, ich bin da. So ganz klar ist das nicht. Klar, irgendwer muss ja die Bertha da reinbringen. Bertha. Was ist das hier? Ach ja, Kamel.
Die schlafen alle, ne? Kann ich Tür aufmachen? Bertha, komm. Na, Kinder. Nein. Wo ist jetzt die Bertha hin? Ist sie weg? Nein. Doch. Die... Bertha. Ich weiß, die böse Tante ist da drin, aber die tut dir nichts. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Mach das Gatter zu. Warte. Und wer merkt jetzt die Kühe? Ja, ich. Vergesst das Zählen nicht, ne? Nein. Wie weit muss ich denn noch mal zählen? 12. Bis sie quiekt. Nein! Jetzt hat die sich zum Schlafen hingelegt. Dann bist du still. Also meine steht noch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Sehr schön. Die letzten Mitspieler, die sich bei Adrena so angestellten, laufen jetzt als Bär über die Map. So. So, sehr schön. Also Hühnerfutter haben wir ja jetzt reichlich. Dann ja 8 Säcke. Also so viel können die doch gar nicht fressen. Was ja, du eine Ahnung? Die fressen einen die Haare vom Kopf. Guck mal, der Hühnerkasten ist leer. 8 Säcke. Hier ist überall Kacke. Ja, dann musst du mal sauber machen. Nicht hier dauernd nur mit deinen Revolver in der Gegend rumschießen hier, ey. Ist doch wahr. Ja. Scheiße wie die Großen hier, du. Mann, Mann, Mann. Du. Kerle, Kerle. Liegst du in deinem Kacker? Ach, das ist der Schwanz. Oh, Manu! So. Tür zu. Schlafen die? Da ist ein Kuhladen. Und ein Ei. So. Ja. Können die eigentlich auch krank werden? Ja. Echt? Ja. Nein. Doch. Was passiert dann? Sterben sie. Nein. Doch. Nein, nein. Natürlich. Boah. Unglaublich. Ah, Abendprogramm. Ach, da kann man doch wunderbar einschlafen. Ist ja schon spät, ne? So. Ja, das ist richtig. Ja, warum geht das jetzt hier schon wieder nicht? Dudel hier mir ein ab. Tada. Wir sollen die Tür vom Hühnerstall auflassen. Frühstücksfernsehen. Hast du schon die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf? Nein. Ah. Wo hast denn die her? Guten Morgen. Aus dem Sonnenbrillenshop. Guten Morgen. Na, ihr Süßen. So. Mutti ist da. Also, wir werden nicht so begrüßt. So, ich würde sagen, das Schwein hier, guck mal, das sieht doch jetzt hier schon gut aus. Guck mal, hier haben wir ja jetzt mal direkt schön den Vergleich. So. Was ist denn hier los? So, ist hier noch was zu melken? Wollen wir doch mal gucken, was passiert. Wo ist denn dieser Kopf? Das hat nur für 7-mal gereicht. Das ist natürlich jetzt bedauerlich. Oh. Das ist egal, jetzt rein in die Kanne da. So. Wie für 7-mal? Ja, ich habe nur 7-mal gezogen, oder? Nee, ich habe die andere schon, ne? Ehemann. Hast du schon? Ja, das ist ja gut. Aber die Kanne ist fast voll, ne? Ich weiß nicht, ob ich da noch was reinkriege. Meinst du, die läuft über, oder? Ja, wie war das? Das läuft nicht über, sondern wie war aber das? Aber ist verloren. Immer? Das ist, weg ist dann verloren, ne? Ja. Ja, irgendwie so. Ja, dann... Pass auf, ich mach das jetzt hier rein.
Und wenn wir mal wieder einen Eimer haben, der nicht ganz voll ist, dann machen wir die nee, da rein. Wir nehmen den Eimer jetzt mit. Und dann? Die Milchkanne, wir nehmen die Milchkanne jetzt mit. Und du kommst auch mit.